So, draußen hat das Gewitter langsam aufgehört. Hier drinnen fängt es jetzt erst richtig an. Ich habe mir nämlich die neue Ohrenfeind Fanbox liegen und die beiden neuen Ohrenfeind Vinylscheiben. Und die packe ich jetzt für euch mal aus. Die Zellophanentfernung habe ich euch jetzt schon mal erspart. Wir nähern uns der Kiste, die übrigens mit einem wunderschönen 3D-Effekt im Deckel versehen ist. Ich weiß nicht, ob man das hier so richtig sehen kann. Und schmeckt mal weiter auf die Vinylscheiben. Kleine Besonderheit bei denen, dreh die mal um. Es gibt eine weiße Vinyl-Edition, 250 Stück übrigens nur. Und eine schwarze Vinyl-Edition, auch nur 250 Stück. Das Frontcover kennt ihr ja schon aus Film, Funk, Fernsehen und Internet. Schlag das Ding mal auf. Ihr seht Texte drin, jede Menge. Und im wunderschönen, formschönen, schokoschmackigen, zeitgemäßen, schwarzen Inner Sleeve die Vinylscheibe. In hellem, freundlichen Dunkelschwarz gehalten und in der Spiegelung kriegt ihr gleich noch ein Bild von mir mit dazu. Jetzt zeige ich euch die weiße Scheibe. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde es geil. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt zugleich. Wir öffnen die Schatzkiste des Rhein. Ja, das finden wir hier. Zwei ominöse Packungen, zu denen wir gleich kommen. Und ja, das zeigen wir auch gleich. Die CD als Digipack. Für euch alle auch nochmal die Tourdaten dabei. Und ein Aufkleber mit dem Cover und Tourdaten hinten drauf. Auch geil, oder? Und schließlich eine signierte Autogrammkarte. Inzwischen haben einige hilfreiche Einzelmännchen ausgepackt, was auszupacken war, damit ich das mit meinen dicken Bassistenfingern nicht kaputt mache. Das, was hier aussieht wie eine Spardose oder Keksdose oder Schuhputzdose oder ähnliches, ist in Wirklichkeit das Unterteil für das hier. Das wiederum sieht aus wie eine Eisschabe. Ist es aber nicht, sondern wird hier reingesteckt. Und dann nur noch das Stromkabel dran stecken und auf euren PC stecken oder auf euer Ladegerät fürs Handy oder wie auch immer. Dann kommt die Erleuchtung. In 7 wundervollen Farben, wenn ich sie nicht gezählt habe. Und ihr seht, kann das Ganze sogar noch automatisch durchsteppen. Zwei Fäuste für Ruhe. Jo, wenn ihr Bock habt, holt euch das Ding, Fanbox. Gibt es auch heute Abend bei der Release-Party im Nightlight zu Hamburg ab Mitternacht direkt vom glücklichen Züchter auf die Kralle. Wir sehen uns nachher im Nightlight. Wir freuen uns auf euch.